für beide Teams. Na, der VfB Stuttgart nicht gut reingekommen ins Turnier. Direkt mal 3:1 gegen Arminia und 3:0 gegen den Turnierneuling gegen Fortuna Düsseldorf verloren im letzten Spiel. Dann wenigstens noch einen Punkt geholt gegen die Hertha aus Berlin. Bei den Wolfsburgern sieht das ein bisschen anders aus. 6 Punkte haben sie geholt aus 3 Spielen. Siege gegen Fortuna Düsseldorf und gegen Bayern München. Nur gegen den HSV. Klar, mit 0:4 untergegangen. Mal sehen, was es hier heute im ersten Spiel geben wird gegen den VfB Stuttgart. Also, diese erste Runde am Sonntagmorgen. Wer hat Müsli gegessen und wer Nutella-Brötchen? Das werden wir jetzt sehr deutlich hier erkennen und sind gespannt, freuen uns jetzt auf die beiden Teams. Also, der nächste Treffer wird das 100. Turniertor in 2020. Fast hier die erste Gelegenheit für den VfB. Wolfsburg hat die große Chance auf 9 Punkte zu stellen, aber die Stuttgarter geben in diesen ersten Minuten das Tempo vor. Ja, die Wolfsburger wirken noch etwas nervös. Oder müde. Wir gucken mal, was es ist. Es war, wie ich gesagt habe, die Bielzer 39 heute von Rad nach Löbeke war sowas von frei. Ich habe auf dem Mittellandkanal habe ich ein Auto gesehen. Also wenn ihr mal stressfrei nach Löbeke kommen wollt, ohne viel Verkehr, Sonntagmorgen 7 Uhr. Das ist eine super Zeit. Schön gelöster vom Stuttgarter Keeper. Überzahl jetzt. Abschluss aber geblockt. Eine gute Möglichkeit eigentlich für die Stuttgarter da. Nächster Anlauf läuft. Aufbau wieder zu zweit. Schönwottel da unter Druck geraten, weil Stuttgart noch nicht drauf gepresst hat. Aber Wolfsburg kann sich jetzt befreien. Und da haben wir den 100. Treffer des Turniers durch Matthew Meyer. Zusammen mit Sean Busch ja gestern schon so der auffälligste Offensivspieler bei den Wölfen. Und zeigt heute Morgen gleich wieder, dass er wach ist. Also 1:0 Wolfsburg, nachdem Moritz Stuttgart eigentlich so ein bisschen hier den Takt vorgegeben hatte. Stuttgart nutzt die Möglichkeit jetzt zum Wechseln. Ziemlich viele Spieler auf der Platte da. Dann nicht die Umschaltmöglichkeit, weil Schiedsrichter Christian Obering vom SUS Holzhausen auf Foulspiel entscheidet. Ball rollt aber schon wieder und die Stuttgarter schon in der gegnerischen Hälfte, aber zurückgespielt. Dean Savic, der Keeper der Stuttgarter, ja gestern der erste Keeper, der hier erfolgreich war. Der erste Keeper mit einem Torwarttreffer bei diesem Turnier. Aber das fanden wir ja eigentlich sehr, sehr positiv, dass das erst so spät passiert ist. Dadurch hat sich eben der Trend der letzten Jahre nicht bestätigt. Gestern wurde wieder deutlich mehr Fußball gespielt als noch in den Vorjahren. Hat dann im Verlaufe des Tages natürlich ein bisschen abgenommen. Dann wurde doch wieder ein bisschen mehr die lange Keule ausgepackt. Aber im Großen und Ganzen fand ich das schon deutlich, deutlich spielerischer als noch letztes Jahr oder auch vor 2 Jahren. Ja. Definitiv. Savic, der viel mit einbezogen wird. Stuttgart einmal sehr mutig unterwegs. Und die Wölfe bekommen es verteidigt, weil Stuttgart unsauber ist im letzten Pass. Im letzten Drittel der Halle. Savic bis in die Hälfte der Wölfe.
Ah, da brauchen sie jetzt ein bisschen mehr Tempo, um da Yannick Wolter so ein bisschen mehr ins Laufen zu bringen. Die Nummer 10, der Wolfsburger. Auch da wieder leicht unsauber. Das sind einfache Bälle eigentlich. Wo dann die 10. Sekunde eben fehlt. Jetzt mal freigespielt. Abschlussversuch von Felix Strodel. So, Überzahl, wenn es jetzt schnell geht. Auch unsauber und auch lange gespielt. Wieder Savic. Stuttgarter hier mit deutlich mehr Spielkontrolle. Können sie aber noch keinen Nutzen draus ziehen, weil die Pässe einfach zu unsauber sind, zu schlampig sind. Und sich daraus dann eben auch noch keine großen Tormöglichkeiten ergeben haben. Jetzt vielleicht mal die Umschaltmöglichkeit für die Wölfe. Sean Busch ist das mit der Nummer 9. Aber direkt wieder der Ballverlust. Gute Möglichkeit hier für Felix Finn Lange. Wolfsburger ja im Ligabetrieb mit einem recht durchschnittlichen Jahr. Tabellenachter. Kannte man aus den letzten Jahren ganz andere Platzierungen. Sind ja mit Bremen und Hamburg zusammen in einer Liga, der Regionalliga Nord. Zumindest 6 Punkte Vorsprung auf die Abstiegsplätze, aber 21 Punkte hinter der U17 von Holstein Kiel. Aber jetzt erfolgreich mit dem nächsten Treffer. Davis Boateng trifft zum 2:0 für die Wölfe. Also extrem effektiv, die Wolfsburger. Und direkter Anschlusstreffer. Stuttgart ist in der Partie. Nathan Winkler. Es steht nur noch 2:1. Stuttgarter ja in jedem Spieler, während wir hier noch mal die Wiederholung sehen. Also die Stuttgarter wirklich für eine Hallenmannschaft sehr, sehr offensiv schwach. Hier haben sie mal getroffen. Aus der Drehung heraus, schön gemacht. Aber erst ihr 3. Turniertor im 4. Spiel. Also sehr, sehr wenig hier im Hallenfußball. Dabei läuft es ja im Ligabetrieb äußerst gut für die Offensivmaschinerie der Schwaben. Beste Offensive in der Oberliga mit 44 Treffern. Gesamt auf Tabellenplatz 2 hinter dem Tabellenführer aus Heidenheim, die allerdings mit der U17 in der Oberliga spielen. Also mit einem Jahrgang über den Stuttgartern. So, gelingt den Stuttgartern der Ausgleich, gelingt ihm zum ersten Mal ein 2. Tor in einem Spiel. Ballerobung hier. Niklas Ambrosius. Ballspiel gepfiffen. An Yannick Wolter. Dem quirligen Offensivspieler der Wölfe Stuttgart hier mit der nächsten Möglichkeit.
Da ist ja aber immer noch ein Abwehrbein dazwischen. Ball muss zum Keeper. Der muss rollen, muss jetzt auf die 4 Sekunden aufpassen, aber alles gut gegangen. So, Wechsel beim VfB. Das wird eng mit den 4 Sekunden, ist noch in der Zeit. David, tiefer Ball, gut abgelegt mal. Das war ein schöner Spielzug. Tiefer Ball abgelegt auf den nachrückenden Spieler. 1,5 Minuten noch. Was nochmal. Tiefer Ball, dann wunderbar abgelegt, direkt abgeschlossen. So haben sie es vor, aber so bekommen sie es viel zu selten auf die Platte. So, das jetzt mehr Verzweiflungsabschlüsse, der aber richtig gut gesetzt. Zwingt da Finn schön Mottl zu einer Parade. Und damit gehen wir in die letzten 60 Sekunden. Und Wolfsburg mit der großen Chance. Und da ist sie, die Entscheidung. Wieder ist es Davis Boateng. 3:1 für die Wölfe. Und es bleibt dabei. Stuttgart noch nicht im Turnier angekommen. Auch an diesem Sonntag eine weitere Niederlage. Damit bleiben sie vorerst am unteren Ende der Tabelle. Kommt es dann ja mit dem ersten der Abschlusstabelle zu tun. Für alle, die gestern vielleicht noch nicht dabei waren, aus allen Spielen der Vorrunde bildet sich eine große Abschlusstabelle. Das einzusehen, perfektes Timing für die Einblendung in unserem Live-Score. www.freewaycup.de, alle Tabellen, alle Aufstellungen und natürlich die Scorerliste live zu sehen. Wolfsburg gewinnt mit 3:1, wir sind da.